Hallo meine Lieben zu einem neuen Video. Heute mal aus einer anderen Perspektive, weil es heute mal nicht um Bücher oder sonst was geht, sondern ich habe mir, zwar eigentlich schon letzten Monat, deswegen bin ich da ein bisschen konfus, die Pfötchenbox bestellt. Die habe ich selber bezahlt, nicht dass manche denken, ich habe mir die zuschicken lassen. Nee, da gab es ein Coupon, wo man die für anstatt 25 Euro für 12,50 bestellen konnte zum Ausprobieren. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und heute ist sie gekommen. Und zwar in dieser lila Plastiktüte. Und ja, so sieht die aus. Ich weiß es nicht. Das wird die, denke ich, für Februar sein. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Die Hunde sind auch schon alle da. So. Gucken wir mal rein. Ich kann euch das mal kurz zeigen. So sieht die von innen aus. Es ist so eingeschlagen und hier ist so eine kleine Pfote. Das ist das erste Mal, dass ich mir so eine Überraschungsbox bestelle, aber ich dachte mir, warum nicht? Und jetzt gucken wir mal rein, was drinnen ist. So, einmal der Zettel. Deine Februar Farm Box ist da. Das ist die Februar-Box namens Farm. Und hier steht drin, was hier steht drauf, was drin ist. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem an, was gleich oben aufliegt. Und zwar ist das ein Quietschi-Spielzeug. Ein Quietschi-Spielzeug sieht so aus. Ja, so sieht das aus. Ich werde das mal kurz von der Verpackung befreien, dass es die Hunde gleich mal angucken können. So, das ist, ich lese mal kurz vor, Eco Natural Hundespielzeug bestehend nur aus rein natürlichen und ökologischen Materialien. Diese Spielzeuge werden ganz aus nachhaltiger Jute angefertigt, frei von künstlichen Stoffen. Dadurch sind sie besonders robust und langlebig. Deine Fellnase wird sie lieben. Ja, happy? Da haben. Da. Oh, die quietscht aber ganz schön. Da, wollte ich. Ja, als nächstes haben wir drinnen das da. Auch ein Spielzeug, eine Alufelge. Oh, ja. Oh, eine Alufelge. Felge, so, irgendwas müffelt da drin oder riecht zumindest. Das ideale Spielzeug für Training und Spaß. Der einzigartige Ring eignet sich perfekt für Wurfspiele, leicht einfach zu greifen und es befriedigt den natürlichen Kaudrang deines Hundes. Ein langer Spielspaß ist garantiert. Ich finde, der riecht aber komisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das da irgendwelche Leckerlis in sind, aber ja, mit sowas, glaube ich, werden wir nicht so viel anfangen können, weil die Hunde es nicht so ganz mit... Ey, Sally, du sollst es nicht kaputt machen. Die zerlegt schon das erste Spielzeug. Also dieser Alu-Ring, Alu-Felgen-Ring-Ding ist wohl auch wassergeeignet. Schauen wir mal. So, und dann haben wir noch Schmackos drin. Und zwar einmal Scooby-Snacks. Ja, da bist du gleich da, ne? Weil Snacks. Für Hunde bestehen aus saftigem Hühnchen und Rindfleisch ohne zusätzlichen Zucker. Die leckeren Snacks sind die perfekte Belohnung für deine Fellnasen. Ja, so sehen die aus. Kein Zucker drin, reich an Hühnchen und Beef. Aber das Spielzeug scheint schon gut anzukommen. Die schleppen schon rum. Gut, das hier nehmen wir noch auf. Sehr gut. So. Dann haben wir noch zwei Sachen drinnen und zwar Naeko-Knochen aus Rindfleisch, Hühnchen oder Bacon-Geschmack aus 100% natürlichen Zutaten, sonst nichts. Unwiderstehlicher Kausnack für jeden Hund. Das sind so kleine, wenn ihr das sehen könnt, so kleine Knöchlein. Wir haben den Geschmack Beef, also Rindfleisch, das ist noch drin. Und als letztes, da bin ich ja auch schon gespannt, was ist das denn? Planet Pet Society. Planet Pet Society Barking with One Voice. Barking with One Voice. Mhm.
Planet Pet, Huhn und Karotte sind leckere Karotten- und Reissticks mit saftigem Hähnchenfilet, reich an Vitamin A und Ballaststoffen. Die Leckerlis sind eine Kombination aus proteinreichem Hühnerfleisch und viel Vitaminen, Gemüse und Reis. Lecker. Ja, hinten steht, glaube ich, gar nichts auf Deutsch drauf. Doch. Ja, die Inhaltsstoffe sind jetzt nicht so geil, aber naja. Und davon, also Sally sollte davon 4 bis 6 essen und Happy könnte 6 bis 8 essen. Naja, gut, so viel sind ja gar nicht drin. Und dann ist die Box schon leer. Ja, war jetzt eigentlich ganz putzig. Wenn das jetzt so geklappt hat mit diesen 12,50 Euro, finde ich das eigentlich ganz süß, mal so ein bisschen was anderes zu haben. Also das Spielzeug ist auf jeden Fall schon, wir können mal schnell zusammen gucken, wo das Spielzeug hin ist. Wir schauen mal. Normalerweise ist sie immer hier. Hast du das Spielzeug schon in einen? Hast du die schon genommen? Hast du schon genommen? Oh, oh. Ist gut? Ist das gut? Ja? Super. Na also, hat ja Sally. Die andere hockt am Tisch, geh runter. Ja, also alles bis auf das hier finde ich jetzt nicht so geil. Also, ich weiß nicht, ob die Sally damit spielt. Wir können es ja mal ausprobieren. Sally, schau mal. Nee, ist nix. Ist nix. Happy? Happy? Komm mal, schau mal. Magst du das? Nö. Magst du das? Nimmst du mal mit? Hm? Zack. Nee, das kommt jetzt nicht so gut an. Das werden wir vielleicht verschenken oder es wird einfach hier irgendwo rumliegen. Also an sich finde ich die Box ganz okay. Ganz süß, die Inhalte. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und bis die Tage. Tschüss!